mit Blick nach oben bin ich regespawnt. Ich finde es immer viel interessanter, wenn man diese ganzen Einzelteile hier so aufpoppen sieht. Das war das. Genau. Was ich unbedingt rausfinden wollte, er sagte ja was vorhin von einem Heli-Dealer. Also Heli-Trader. Wenn es hier tatsächlich, es gibt hier einen Heli-Trader. Oh, wie geil. Alter, was hast du denn für mich? Aha. Jeweils 1 Million. Erstmal ein Foto machen? Nee, 100.000. Das ist beim hiesigen Preisverhältnis ist aber immer noch eine Menge Geld. Ne? Mein Jeep habe ich für 20.000 gekriegt. Aber andererseits 100.000 zahlt man auch für ein Humvee. Glaube ich. Der Blackhawk, der UH-1D, Police und Blackhawk sind alle gleich. Also alle gleich gut. Ich persönlich mag den UH-1 ganz gerne, ne? Den Huey. Ich muss aber erstmal was essen hier. Schauen wir mal. Ich glaube, ich wollte mir gerade eine Cola in den Kopf kippen. Aber ich könnte eigentlich auch mal einfach. Ist das hier Meal Ready? Loaf Bread. Sekunde mal. Das untersuchen wir jetzt gleich mal. Loaf Bread made from the wheat fields of Livonia. Eat around the mold because it won't kill you. Nutty tested, nutty approved. Aha. Ja, also isst sich aber wie ein normales Stück Brot. Ja, okay. Also das Wichtigste ist schon mal, es gibt hier einen Heli-Dealer. Die Preise weiß ich jetzt auch. Weil gerade wenn man so längere Fahrten macht, so ein Schraubhuber ist schon eine nützliche Einrichtung. Ach, die Herrschaften. So. Also. Dann wollen wir mal gucken, was ich so alles habe. Gerade in den Tiefen der diversen Ghillie-Suits, was sich da so alles drin verheddert hat. Fangen wir mit dem Zelt mal als erstes an. Das ist so sperrig. Ich kann das Inventory während der Fahrt accessen. Das ist ja fein. Also gerade nehme ich aber wirklich jede Ecke mit hier. So, das war aber auch eine Tour, meine Herren. Mal Fressalien mit reinnehmen, eine Flinte mit reinnehmen. Das Fusselding, weiß ich gar nicht, nehme ich mal mit rein. Tja. Und Rest werden wir sehen. Also abschließen. Lege ich einfach mal Tarnnetz auf eine Kurzwahl. Junge, Junge. Ach, lasst mich doch mit eurem Scheiß in Frieden. Solange ihr nicht mir auf den Kopf fällt, könnt ihr da hinten rumballern, so viel ihr wollt.
Hallo? Gar nicht genug Patronen, Mann. Sieht so aus. Ja, ich kann noch ein paar auspacken. Tilt. Und bin ich das diesmal, oder ist das wieder der Server? Wir werden es rausfinden in Kürze. Ja, das war wohl mein eigener Absturz hier. Start Recording. Das wird hier so eine Hauruck-Aktion, weil ich den Aufzeichnung gar nicht rechtzeitig gestartet hatte hier. Hier gab es jetzt einige Probleme mit dem Starten des Programms oder des Servers, wie immer man das nennen will, weil ja irgendwie wurde wohl der Jeep entfernt. Also so richtig im Sinne von entfernt. Jetzt entferne ich mal eben auch wieder mal. Das wird hier so ein Running Gag, dass ich immer erstmal die Keybindings korrigieren muss. Ups, farblich hat sich da aber auch was getan, wa? Nanu? Jetzt sich aber einiges geändert. Kill Reward, Basing Map, Minimap, Gold Nuggets, Helikopter. Ja, dann muss ich jetzt mal eben einfach mit der guten alten Taste K arbeiten, um die. Mach mal auf. Ups, und schon häng ich. Hallo? Testing, Testing. Wow. Ja, mein Auto ist aber noch da, wie es aussieht. Also zumindest ist mein Talents noch da. Warte mal. Machen wir den Burschen mal wieder zu. Jetzt mache ich das Talents mal runter. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob da noch ein Auto drunter ist. Also das Auto ist ja gar nicht mehr da. Das Tarnnetz ist ja nur ein Platzhalter dafür. Jap, der Jeep ist weg. Mäh. Muss nicht vergessen, den einzupacken wenigstens. Okay, aber Stone hat schon geschrieben, es gibt ein Replacement. Ich verstecke mich mal so lange im Zelt. Und guck dann nach drüben. Aber wirklich die Zeit dafür hat im Moment. Kann sein, dass er tausend andere Sachen hat. Ups. Und da war offensichtlich auch schon wieder die Run-Taste. Auch interessant, ne? Mein Gott, wenn der mich sieht, ne? So mit dieser... Ich sehe aus, als würde ich irgendwo in der schwulen Attraktion im Folie Bergère tanzen. Mit Federboa. Oh Mann, oh Mann. Ah! Ah! Hörst du mal auf zu rennen? Wie ist das denn passiert? Auf was liegt denn jetzt diese Autorennfunktion? Der ist ja einmal hier quer über die Karte gerannt. Der hat doch eben schon mal losgelegt. Guck mal, jetzt stelle ich mich mal da vor. Dann nirgendwo wirklich hinrennen kann. Jetzt mach ich... Ach, alt. Alt ist die Renntaste hier. Also rennen und dann jetzt rüberschalten. Hopp. Wollte ich doch gerade sagen. So. Das ist schon etwas unglücklich. Um zum Discord rüber zu hüpfen, muss ich in Windows ja mit der Alt-Taste, also Alt-Tab, damit springe ich ja von einem Prozess zum nächsten. Ja, und Alt ist aber auch gleichzeitig die Standard-Renntaste und für mich die Standard-Umguck-Taste. Ja, und wenn er jedes Mal die Keys resettet, dann kann das schon etwas Verwirrung geben. Jetzt benutze ich das mal zum Anhalten. Claris is going in now. Das ist nett von ihr. Ups. Ich
wäre schon fast vorbeigelaufen hier. So, damit ich nicht dauernd gegen Wände renne hier. So, Clarice is going in now. Das heißt so viel, wie sie kommt mal eben vorbei. Bin ja mal sehr gespannt. Zeichne ich denn überhaupt auf? Da gehe ich mal dahin gucken. Ja, ich zeichne auf, das ist schon mal gut. Hörst du wohl auf rumzuwetzen hier? Der ist ja überhaupt nicht zu halten. Das ist bestimmt so ein Sportler-Typ. Jetzt würde ich sagen, erstmal wieder ganz schnell hier rüber in den Options diese Autorenntaste umbauen. Das ist ja fürchterlich. Numpad Stern. Apply. Back, back, back. Also, Numpad Stern. Rennt. Alt-Taste. Ich kann mich umgucken, ohne ihn mitzudrehen. Jawohl. Und Alt-Tab. Ich kann wieder zwischen den Instances hin und her springen. Are you ready for me to take you shopping? Wie lange ist das her? 18.30 Uhr, erst oder 3 Minuten. Hätte ich schon früher mal gucken sollen, wa? Bin mal gespannt, was sie anstellt. Ah! Ah! I'm frightened! Hey, Clarice! How are you today? Ah, just to make sure it's you. You are wearing a wonderful green. Yeah, I know. The blue and red plumes on my gun look weird. Hello. Sorry, I capped out for a little bit. No problem. I will be replacing your Jeep with a diesel ADA. Oh, yeah, okay. It's the vanilla ADA, but it's the diesel ADA. And I want you, there's three different colors. This is our auto trader here. If you'd like to pick one of the three, and I'll go ahead and purchase it for you, okay? Oh, yeah, yeah, thank you. Ein ADA. Ich kriege einen ADA. Den gibt es in grün, in blau und in weiß. Ich glaube, grün passt am besten zu mir. Hey, green would be a great color. Green diesel ADA coming right up. Ah, thank you. You will earn a tip that way. It's gonna spawn right out here. I'm just gonna get you a key. What color key would you like? Oh boy. How about a green key with a white tag? That would be fine. I can do that. Thank you. You're welcome. Toller Service hier. Ein ADA ist vielleicht nicht ganz dasselbe wie ein Jeep und hat auch nur, ich glaube, 300 Slots, wenn ich mich recht erinnere. Mal gucken, wie der eingebaut ist. 600! Hey, geil! Deswegen wahrscheinlich der Diesel-ADA. Schick. Hatte ich schon mal einen ADA? Ich glaube, auf einem anderen Server hatte ich mal einen. Ja, bei 600 Slots, da kannst du aber echt nicht maulen. Alles gut. Excellent. I'll put your brand new key with your white tag in here for you. It's always a pleasure to do business with you. Thank you very much. Of course, you're very welcome. I'm sorry that you lost your Jeep, but
I hope you love this. I was riding around it all day. It has a more inventory than the standard Ada. It goes faster too than a vanilla car. Oh, does it? I think you'll have fun in this one. Oh, thank you. And when you get a second, let me know. Yeah, of course, a second one. The only thing I'm missing since my Jeep is gone is the field shovel. The expensive thing that moves you away from trees, holes, water, peasants. You are looking very stern. Normally, something pops up from thin air if an admin is doing that. Let me ask about it. Oh, thank you. I'll get you one, hold on. Oh, thank you. Ach, guck mal, da kann ich noch ein Reserverad reinbauen. Schau an. Schau an, schau an. Ah, wo ist die Klappe? Da ist die Heckklappe. Boom. There you go. Thank you so much. I hope you are having... You're very welcome. I hope you have no more trouble with cars vanishing and so on. Yes, hopefully we'll get them back. I really enjoyed the Jeep as well. Oh yes, it's a great car. And I always saw the inventory of this one is bigger than that of the Jeep. Yes, yes. I need some flames on the hood and maybe a skull on this on the mirror. Ha ha! Thank you so much! I'm going to drive home. You're welcome. Thank you. Okay, drive safe. I'll see you later. Well, safe? Okay, I will drive. If safe, we will find out. Rum, yeah, rum. Field shovel just in case. Thank you. You're welcome. Bye. 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 Rum, rum. Nochmal die richtigen Knöpfe drücken zur Abwechslung. Oh, der geht aber gut. Der geht sogar ziemlich gut. Muss ich aber erstmal lernen, das Ding zu fahren. Ja, ist ein bisschen anders als die anderen. Ich glaube, ich kann schon fast Licht anmachen, wa? Ich wollte gerade sagen, ich wollte mir eigentlich noch einen Rucksack und ein Dingenskirchen und einen neuen Helm kaufen. Aber ich habe eh kein Geld dafür, soweit ich mich erinnere. Ich muss erstmal wieder Krimskrams sammeln. Oh, der geht aber echt gut ab. Ja. Ich glaube, das war ein guter Tausch. Und meine Güte, war Clarice freundlich. Sie ist ja eigentlich im Chat immer ein bisschen zickig. Ich glaube, das macht ihr durchaus Spaß. Aber hier hat sie sich angehört wie eine Gebrauchtwagenverkäuferin. Ich muss mich daran gewöhnen, ich kann im fünften Gang anfahren, deswegen wahrscheinlich der Diesel. Wow! Also der Diesel ist normal auch nicht zu bekommen, den gibt es nicht beim Trader, einfach so. Also zumindest wäre mir das neu, falls doch, ich gucke demnächst mal nach. Und der marschiert aber ordentlich. Also, was ich noch neu beschaffen muss, ist Spritkanister. Bremsen, das haben wir schon besser gesehen. Ist Spritkanister und Reserve, Radiator, ein Spare Tire will ich glaube ich noch einbauen, einfach nur, weil das da reingehört. Was war denn noch, verdammte Hacke? Ja, Spark Plug natürlich. Was geht denn noch immer kaputt? Batterie, genau, eine Batterie muss da noch rein. Ich kann die Karre im fünften Gang die Berge hochtreten, mein lieber Schwan.
traue mich gar nicht, die Karre ganz auszufahren. War ich hier vorne mit meinem Zelt? Nein. Da war ich mit meinem Zelt. Ups. Ja, es ist ein glitschiges Auto. Und jetzt ist ein Baum da gewachsen, wo vorher das alte Auto stand. So. Ach ja, ich kann ja neuerdings auch auf das Dingenskirchen hier zugreifen. Auf das Inventory, während ich im Auto sitze. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, sehr schön, sehr schön. Da ist mein Schlüssel. Ich mache nächstes Mal eine Kopie fürs Zelt. Diesen Schlüssel kann ich wegschmeißen, weil das dazugehörige Auto ist geschmolzen. Das ist wie beim letzten Mal. Da hatte ich irgendwie nachher auch so einen ganzen Stapel Keytags im Auto. Carbonet ruined? Wieso ist da mein Carbonet ruined? Wie finde ich das denn? Empörend! So, Klappe zu. Jetzt muss ich erstmal den Keybinding. Der 6. Assign new key. Blablabla. Genau, abschließen. Jetzt probiere ich mal, ob das zerstörte Tarnnetz trotzdem funktioniert. Nein, nein, ein zerstörtes Tarnnetz funktioniert nicht. Na gut, schmeiß ich's weg. Ha. Ich kann ja so lange das hiervon nehmen. Als ich das hier jemals wieder... Ah, da ist es doch. Oh. Ah, dauert einen Augenblick, bis man es drüber hat. Ja, an diese Schrecksekunde gewöhnt man sich ja so langsam. Ja, schöner wird es dadurch nicht, aber die Form passt. Und mein Zelt ist ehrlich gesagt auch so schon ziemlich gut getarnt. Egal. Danke fürs Reingucken. Alles weitere. Die Tage. Und erstmal durchatmen. Da sind wir wieder. Und ja, schon wieder muss ich die Tastatur benutzen. Ich verstehe es auch nicht. Apply. Back, back, back. Das wegklicken und jetzt mal eben den schrägen. Oh, guck mal, da oben ist eine Minimap. Minimap, Minimap, Minimap. Kann man das irgendwie noch zoomen oder so? Ja, mit der Maus komme ich da. Würde ich da eine Nachtigall trapsen? Da war ich das schon wieder. Trapste ich selber. Nix. Naja, schön. Dann würde ich jetzt am liebsten erstmal den Puschel runternehmen hier. Irgendwie, er wird mir selber peinlich inzwischen. Oh, oh, ich muss mich ja noch ausstatten. Oh. Ghillie Rifle Wrap. Ach, habe ich jetzt einzeln runtergenommen. Okay, soll mir recht sein. So. Ja. Na, jetzt gibt es hier Sachen, die ich mitnehmen sollte. Ja, die Flinte muss mit, die kommt ins Auto. Und dann kaufe ich mir erstmal einen Rucksack, dann habe ich auch Platz für allerlei Schnickstack. Und ich darf nicht vergessen, auch das Camo-Zelt einzupacken. Das liegt nämlich jetzt auf dem Fußboden. G36 muss ich jetzt auch weglegen. Ich habe gar nicht genug Platz dafür sonst. Ups, auf und nieder immer wieder. Also, dann legen wir doch als erstes mal das Tarnnetz, wenn ich denn hier hinkomme. Nein, ich komme nicht dahin. Also legen wir das Tarnnetz hinein. Ups. Oh, einmal Tarnnetz. Baby einfach Olifleck-Tarn. Und die Knarre muss auch mit.
Das passt, ja. Das passt. Magazine, habe ich Magazine dafür dabei? Womit fangen wir da an? Mit dem Auto? Ja, ne? Pass mal auf, ich schalte in den fünften Gang. Falls ihr das vorherige Video schon gesehen habt, wundert euch überhaupt nichts mehr. Junge, Junge, da ruckelt das Netz aber mal wieder. Richtig, Netz war ja auch noch ein Thema. Ein Netzthema sozusagen. Und zwar. Ja, genau. Und zwar habe ich mich ja immer beschwert über Ruckeln und Trampeln des Autos. Ihr seht, im Moment trampelt da gar nichts. Ich hoffe, das bleibt zur Abwechslung mal so. Denn ich lasse ja, weil ich bei YouTube von diesen ganzen diversen Netzsperren mich schwerstens genervt fühle und ich mich von YouTube dann natürlich in keinster Weise darauf einlasse, habe ich natürlich alles mit einem DNS, einem also Fremd-DNS sozusagen gemacht und das machte die ganze Sache nicht schneller. Das hat also meine Upload-Möglichkeiten mal eben halbiert. Jetzt habe ich das hier rausgenommen auf diesem Rechner. Das heißt, ich bin jetzt wieder auf dem automatischen DNS, wo immer der auch sein mag. Und hoffe, dass sich das also in gleicher Weise auch hier auf die Funktion auswirkt. Dass also der Jeep nicht mehr, der ehemalige Jeep nicht mehr so in der Gegend herumhüpft. Wir werden sehen. So, habe ich jetzt alles abgespult? Ich hoffe ja. Tan und Olive Drab. Also ich denke mal Tan, das war schon immer meine Farbe. Das kostet ja 100, ne? Das ist ein Preis, mit dem ich leben kann. So. Hatchback Wheel. Was ist denn ein Hatchback Wheel? Hatchback Wheel. Ja, ah, da ist ein Hatchback. Also was wir als Fünftürer bezeichnen würden, das nennen die Amerikaner Hatchback. Die Amerikaner, die Engländer. Von den Amerikanern weiß ich es nicht, von den Engländern weiß ich es. So, der kommt dahin. Schlüssel in die Tasche, Rad in die Hand und dann gucken wir doch mal eben hier. Ta ta ta, passt. Piep, piep, das ist Server 1. Ich bin aber auch Server 2. Da kann ich mein G36 jetzt einhaken. Das ist gut. Ganz weit nach unten, den Benzinkanister. Wow, im fünften Gang. Wow. Beim Stehen bleiben und gucken, ob sie. Also im Moment zappelt er aber nicht. Das ist ja was ganz Neues. Ein nicht zappelnder Wagen. Damit komme ich wieder zurück auf die VPN. Nicht wahr? Ups, aber Ladehemmungen gibt es hier trotzdem. Ja, der Ada schlittert gerne ein bisschen. Aber er fährt sich dafür recht rasant. Vielleicht kann man das Schlittern so rechtfertigen, dass er wegen des Allradantriebs über alle vier Reifen gleichzeitig weggeht, wenn man Gas gibt. Ja, es glitscht. Ja, ich denke, das Zelt ist auch ohne Tarnzelt absolut ausreichend getarnt. Halt.
Ja, es ist farblich lange nicht so gelungen wie das Original. Ich habe bis jetzt noch keine Car-Cover gesehen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch nicht danach geguckt. Und vielleicht gibt es ja die Dinger auch selber in Grau oder in Schwarz. Aber es geht, ne? Ich fände es farblich schöner, wenn es wie das Original-Tarnnetz wäre. Ne? Ein bisschen, die Farben so ein bisschen kräftiger. Hier ist mir zu viel Grau zwischendurch. Da scheint mir so eine Art Basisnetz drunter zu sein, das weiß ist. Das schlägt doch sehr auf die Farbe. Na gut. Wenn ich denn irgendwann mal wieder einen besseren Restlichtverstärker finde, als ausgerechnet dieses. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Umso gut. So, dann gibt es nämlich da nämlich ein Foto, so ein Thumbnail für das Video, wo ich wieder halbwegs wie ein Mensch aussehe, wenn auch nur sehr entfernt. Oh, eins wollte ich noch ausprobieren. Ich wollte den mal auf den Fleck tun. So. Genial, ne? Sozusagen ein direkter Zugang zur Pumpe. Da kann man dann direkt Fanta und Koffein oder sowas einfüllen. Das mache ich immer, wenn ich Leute erschrecken will, würde ich sagen. Ich kriege das ja auch mit der Futterdose. Also rot sieht schon mal besser aus. Ach, schau an, das geht nicht. Okay. Also hier im Gürtel geht es. Da kann man tatsächlich auch Futterdosen so unterbringen, soweit ich mich entsinne. Naja. Da fällt mir gerade auf, wenn das gehen sollte. Na? Eine Dose, ein Platz. Eine große Dose. Haha. Zwei Plätze. Kann ich nämlich die Dose da auch schon mal unterbringen. Wenn ich jetzt die anderen Dosen auch am Gürtel anbringen kann, dann sollte ich mir in der Tat überlegen, ob ich Fressaliendosen nicht grundsätzlich da oben anbringe. Da habe ich nämlich hier mehr Platz drin. Das ist schon faszinierend. So, egal. Danke fürs Reingucken und bis zum nächstlichen Mal.